Ich nehme diese Gruppe. Sie ist am vielversprechendsten. Habe ich noch ein Bier zum Ablegen? 2 Stück sogar. Die brauchen wir wirklich nicht mit uns rumschleppen. Hat er jetzt das Old Possum abgelegt? Es wirkte gerade so ruckelig. Okay. Schnellreise Lot erhauen. Wir wollen. Baue etwas in Werkstätten oder Camps. Ach so, das ist wieder das ein oder andere Besondere, was wir bauen sollen. Was? 5 Sachen sollen wir bauen? Steht das hier? Bau irgendwas? Irgendwas soll ich bauen? Ernsthaft? Eine Sekunde. Winken. Irgendwas sollen wir bauen? Ja, aber was? Das ist eine gute Frage. Hier könnte auf jeden Fall noch eine 2. Klimaanlage ran, finde ich. Die 1. macht einen guten Job, aber kann so einen extrem heißen Sommer, den wir jetzt wieder aktuell haben, nicht Herr werden. Deswegen brauchen wir noch eine 2. Klimaanlage. Geräte? Fragezeichen. Oder war es doch zufällig, unter Sonstiges zu finden, das Teilchen? Nee, Wanddekor dann, ne? Dann muss es Wanddekor sein. Höchstwahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Wunderbar. 2 Stahl. Die habe ich sogar parat. Okay. Zack. Ah. Klasse. Ist gleich viel kühler geworden. Auch um das Gebäude herum. Was ist das bitte? Ach so. Das hier meine ich natürlich. Kirby-Kopf Art Deko-Büste. Ach so. Atomshop. Nein, nein, nein. Für sowas gebe ich keine Atome aus. Nicht meine schwer verdienten Atome. Irgendeine andere Kleinigkeit. Noch was Schönes. Was hier unser Gesamtgefüge ein wenig mehr abrundet. Das wäre doch was. In den Laden bekomme ich kaum noch was rein, ohne dass es noch übertriebener aussieht, als es sowieso schon tut. Ach ja, warte mal. Hier ist ja noch unsere Toilette. Da habe ich letztens schon einiges reingebaut. Ein paar neue Pflänzchen. Kriegen wir da noch ein 3. Pflänzchen vielleicht rein? Irgendwas, was so stylisch reinpassen würde. Bodendekor, Pflänzchen. Noch so ein Pot. Gibt ja verschiedene. Den haben wir schon drin. Den hier, kriegen wir den noch reingestopft? Nee, na schade. Wenn wir das hier ranschieben, vielleicht. Warte mal, stopp. Ja, so ist gut. Und jetzt das andere Dingerling hier. Na, das ist da. Ist da. Na, ja. Liebes Spiel, bitte. Der Plan muss aufgehen. Das würde ich mir sonst nie verzeihen. Den noch ein bisschen nach da. Geht es? Ich glaube, 1 Millimeter. Können wir das Ding weiter nach da stellen? Hier ist ein guter Spot. Jopp. Na, hey, wer hat mich denn hier weggeschubst gerade eben? Habt ihr das gesehen? Habt ihr euch das Nummernschild aufgeschrieben? Jetzt. Vorsichtig. Zack. Oh, come on. Perfekt. Dich noch ein bisschen da reinglitschen lassen. So viel wie möglich. Und jetzt zu den anderen Porter. Ja, habt ihr es gesehen? Es muss gehen. Es muss. Aber ich glaube, es wird nur kurz grün angezeigt, wenn ich den Topf draußen habe. Ah. Es ist zu viel, ne, für die Badewanne. Warum ist die Badewanne nicht ein Stückchen größer? Ich bin sehr enttäuscht von dieser Badewanne. Von dieser zweckentfremdeten Badewanne. Komm schon, Badewanne. Es sieht aber ganz kurz grün aus. Ja, es ist zwar der andere Topf, aber es geht. Wie wunderschön. Es steht ein Stückchen in der Luft, ne? Also ein bisschen höher als der andere Topf. Aber das fügt sich doch dem Gesamtbild. So wunderschön. Vielleicht noch ein paar Sukkulanten in die Toiletten rein. Oder hier so ein Blümchen rauf. Geht das? Ja, das geht auch. Fantastisch. Ja. Sieht das cool aus. Die Chlorolle haben nicht wir dahin gelegt, ne? Okay, aber hier ein Sukkulant drauf. Oder? Wo sind meine Sukkulanten? Meine Lieblingspflanzen. Die Hängesukkulanten, bitte. Hängesukkulanten, genau die. Weil hier. Na? Come on. Haben wir noch eine Hängesukkulante? Gut, die steht. Hier haben wir einen Steher.
Hier mit rein. In die Toilette. Nein. Tu mir das nicht an, du Sukkulant, du. Können wir dich da drinnen nicht platzieren? In die Toilette. Na. Oh mein. Ernsthaft? Das geht? Ich hab das gestern schon ausprobiert, da hat's nicht funktioniert. Ja, auch rein? Ja! Es lag an der Pflanze gestern. Nee, die geht nicht. Vielleicht andersrum? Oh mein Gott, wie. Aber nicht doppelt, warte mal, stopp. Dich stell ich woanders hin. Wo bist du? Hey! Wo warst du denn gerade eben? Kurz hier hin oder ans Waschbecken, geht das? Warum nur? Ist eigentlich, dass zu viel wird, ne? Oh Gott. So, Konzentration bitte. Spitze Sukkulanten aus der Toilette nach oben. Nee, hier, die kleine hier. Aber die kommt nicht so richtig zur Geltung, finde ich. Die muss schon oben rausgucken. Die ist schön hoch, genau. Die ist schön hoch. Drehen, drehen, drehen. Hier ist der Spot für unten. Und da war es doch gerade. Da war es doch. Ja, da ist das Gehirn. Da. Oh mein Gott. Das ist ja fantastisch. Die beste Toilette aller Zeiten. Auch wenn mich hier eher so ein bisschen stört, dass er höher steht. Aber es geht, ne? Ist wirklich schön. Schön gebaut. Und wir haben Score-Punkte verdient. Und das ist doch genau das, was wir alle wollen den ganzen Tag. Score-Punkte verdienen. Toilette aber zumachen, ne? Das soll jeder für sich selber entdecken können. Was machen wir als nächstes? Erreiche eine höhere Stufe. Machen wir nebenbei. Tägliche Operation, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Events mache ich am allerliebsten. Events, Events, Events. Nein, stürmen und säubern. Das war... Achso, das ist das mit den Ressourcen. Nein. Starte Poseidon neu. Nein. Verlorene Verbindung. Das ist cool. Aber nicht für 31 Kronkorken. Das ist nicht so cool. Wie bitte? Ich bin schon im Reiseloadout. Konnte das passieren? Na gut, aber nur weil du es bist, war Toga hier lang. Den Fusionskern nicht vergessen. Falls vorhanden. Nein, ist er nicht. Was für eine Schande. Das wäre alles. Koordinaten und so. Folge den Wegmarkern. Einmal bitte hier nach oben. Wo soll ich rein? Hier ist so ein Fahrstuhl, ne? Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Wir könnten sicherlich auch irgendwie außen an der Fassade hochspringen. Aber so ist doch viel stylischer. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, in dieses Spiel einen Fahrstuhl zu implementieren. Deswegen nutzen wir den noch was. Ach, noch höher? Sag mal, geht's denn noch? Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Hier oben rum zu balancieren? Und dann darüber. Können wir die Antenne schon sehen? 29 Meter, aber da. Ich würde ganz gerne oben bleiben. Das wäre ganz nett, wenn wir das hinbekommen könnten. Da ist sie ja schon. Zuckerbomben. Bourbon. Nein, danke. Heute nicht. So, Antenne Nummer 2. Okay. Und last but not least, 23 Meter in die Richtung. Aber wir können, glaube ich, hier oben bleiben, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee, wir sollen mit dem Fahrstuhl runter, aber... Warum wird mir die Antenne nicht separat noch angezeigt? Ach, die ist hier, ne, beim Schild, oder? Ist denn nicht so ein Schild? Nein? Sehr vage... Oh Gott, wir sind tot! Ach nee, Quatsch. Powerrüstung und so. Klasse. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Tut mir auch sehr leid. Ich will die Sache hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Obwohl ich sehr gerne in Batoga bin. Also nachdem wir die Roboter freundlich programmiert haben. Hä? Wo ist denn jetzt nur dieser Fahrstuhl? Sag mal, spinnst du? Also hätten wir doch oben bleiben sollen. Warum wurde uns der Fahrstuhl bitte nochmal markiert, obwohl wir schon oben waren? Triangulieren. Es ist sehr mysteriös hier gerade.
Oder wird uns die dritte Antenne nicht angezeigt, weil sie zu weit weg ist von uns? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich spring mal hier rüber. Das ist echt lächerlich. Lächerlich! Waffenwechsel! Für schnelles Weiterlaufen. Ist hier die dritte Antenne oder so? Tatsächlich. Ja. Aber trotzdem, er hat uns immer und immer wieder zur Tür geschickt. Was sehr uncool ist. Von der Missionsmarkierung. Aber wir verzeihen ihr. Ach, da oben. Bei der Bahn, ne? Wie kommen wir da? Oder doch beim Schild? Beim Schild. Es war doch ein Schild. Meine erste Intuition vor den 6 Falschen danach war richtig. Öpp, kriegen wir nicht hin. Wir müssen da irgendwie hoch. Schande, Mensch. Schande, Schande, Schande. Treppe kaputt. Wie sollte es auch anders sein? Hier lang, hier lang, hier lang. Einmal rum. Im Sauseschritt. Von hier, ne? Kommen wir hier hoch? Können wir so hoch springen? Nee, können wir nicht. Hey, helf mir mal eben. Du Ratte, du. Dann eben so. Flip 6, Dreierloch. Wo ist mein Loot? Gut. Ist gebongt. Machen wir. Jetzt kommen noch ein paar Gegner. Und dann kriegen wir den epischen High-Value-Loot. Hoffentlich. Wo ist er denn? Markierung. Wir warten. Gespannt. Ah. Geht doch. Hallo! Na dann kommt mal. Ihr fieses Golumpe, ihr. Oh, auch noch Supermutanten. Bereich gesichert. Kampffreigabe abgeschlossen. Einen schönen Tag noch. Fertig? Schon fertig? Mhm. Naja, können wir zumindest verkaufen, den Plan. Ich hatte gestern in einer No-Commentary-Aufnahme wieder bestimmt so 20 Pläne am Stück verkauft. Das war sehr hilfreich, was den Kronkorkenvorrat angeht. Wir können, ne? Wir hauen wieder ab. Ist abgeschlossen, ne? Ja, wir haben alles mitgenommen. Außer den Schrott. So, Events, Events, Events. Nein, nicht dahin. Stopp, weg, geh weg, du. Events. Nee, doch, Menschenjagd. Menschenjagd ist super. Aber nicht für 47 Kronkorken. Und diesmal bin ich wirklich nicht im Reiseloadout gewesen. Menschenjagd, bitte. Hey, 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 Menschenjagd und so. Könnte ich auch wegsnipern, wenn ich möchte. Und ich möchte auf jeden Fall. Kopf, zeig ihn mir. Jetzt. Geht doch. Und ich da hinten auch noch. Katsching, katsching, katsching. Schön stealthy. Mit der dicken Power-Rüstung. Ich werde an ihm ein Exempel für alle anderen Häftlinge statuieren. Okay, tun Sie das. Oh. Nicht so viel rumlaufen. Dann kann ich nicht. Oh, 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 oh. Nahkämpfer. Meine einzige Schwäche, neben vielen anderen. Okay, kommt doch. Das gilt. Und das auch. Da hinten ist noch einer. Bist du es? Mad Dog Malone. Oh, der will abhauen. Lump der. Schande. Das war meine Maus. Die hat einen Wackelkontakt oder so. Und da war eine Laterne davor. Immer diese Entschuldigung, Mensch. Oh. Das ist ja schräg. Der hat genau das gleiche Outfit an wie wir, ne? Fast. Brüder im Outfit. Echt, echt ein schickes Outfit, Mann. Also, der sieht das nicht. Stopp, stopp.
Du musst es sehen. Du musst es sehen. Hier. Bleib doch stehen, Mensch. Na gut. Bis dann. Ja. Wir sollten vor... Komm, bleib stehen. Wir müssen Fotos schießen. Wir müssen Fotos schießen. Du hast bestimmt viel zu tun. Ich auch. Wo ist denn das nochmal? Hier, Kamera. Genau. Sehr geil. Wunderbar. Wir demonstrieren Ihnen, dass wir im Fotomodus sind. Super gut. Super gut. Dankeschön. Coole Sache, Mann. Klasse, klasse, klasse. Immer wieder ein Spaß. Immer wieder eine Freude, dieses Spiel. Können wir sonst noch irgendwas hier mitnehmen? Danke, danke. Ach, stimmt, hier drin ist ja wieder das Tape. Oh, 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 wow, 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 wow. Eine Sekunde bitte, was soll denn das? Ich will auch nur das Pip-Boy-Spiel rausholen. Kopfweh! Keine Sorge, ich kenne da was, das hilft. Einfach den Kopf wegmachen. So, hier war noch irgendwo das Pip-Boy-Spiel. Ist es wieder Grognak? Und der weinrote Rubin oder so? Ist es wieder das gleiche Spiel? Ja, das gibt es also definitiv fest immer hier. Grognak und die rubinfarbenen rubinfarbenen Ruinen. Also habe ich mich doch intern, also in meinem Kopf, richtig dran erinnert. Und es heißt einfach so albern. Und das lag nicht an meiner Erinnerung. Okay, Fusionskern, natürlich nehmen wir den mit. Wir müssen aber weiter. Wir haben noch nicht den ganzen Tag Zeit hier, uns die Beine in den Bauch zu stellen. Reisemodus. Wir wollen, wollen, wollen. Gibt es auch noch irgendwelche öffentlichen Events vielleicht? Uranrausch, hallo. Steht meine Powerrüstung noch da? Nee, das hat jetzt zu lange gedauert. Rüstungen. Zack, können wir eventuell noch im Doppelhand-Nahkampf-Loadout noch rennen. Wir werden es gleich sehen. Die Spannung steigt. Na, könnte ein bisschen gestreamlined werden, finde ich. Auch das langsame Einsteigen. Also wenn Fallout 76 schon nicht dauerhaft das schnelle Einsteigen gewährleisten möchte, können sie trotzdem die Phase des langsamen Einsteigens ein wenig abkürzen. Also wenn ich drinne bin, bin ich drinne. Da muss ich nicht noch gefühlte 10 Sekunden einfach nur so stehen bleiben, ohne dass ich mich bewegen kann. So, Kloppi-Modus, Kloppi rausholen und einmal bitte zum Uranrausch. 7 Minuten. Oh, es gibt schon 3 Teilnehmer. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja versuchen, ob ich im Nahkampf Doppelhand Loadout noch rennen kann. Ich nicht. Wunderbar. Meine Intuition hatte recht. Gibt es zufällig ein Heftchen hier? Manchmal liegt hier hinten eins. Warnmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Zack, zack, zack. Na? Was willst du? Was willst du? Mhm. Ja. Hey. Er ist da runtergefallen. Das ist mein Loot. Meine 10 Schuss Schrotflintenmuni. Gut gemacht. Schön repariert, wie wir alle den SB-Rucksack tragen. Weil uns das Spiel dazu zwingt. Finde ich gut. Ein einheitlicher Dresscode macht alles besser. Immer und überall. Da gibt's keine Streitereien. Wer hat den schönsten Schuh? Au, 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 Legendary, yay! Ausgabemenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Immer schon raufhauen. Sind wir vollständig? Ich glaube schon. Yay! Und alle haben einen legendären obendrein gekillt. Des Mutantentöters Springmesser. Na, immerhin, ne? Immerhin. Da war gerade einer. Ich hab den auch gesehen.